Am 4. Juli ist es soweit, dann erscheint nämlich Stranger Things in die dritte Runde auf Netflix natürlich und ich wollte mal heute einfach mal einen Recap machen zu der Staffel 2. Bevor wir beginnen, wie gesagt, hier wird natürlich gespoilert, weil ich mache ja einen Recap zu Staffel 2. Wer die noch nicht gesehen hat, guckt euch hier unbedingt an. Das ist wirklich eine grandiose Serie, wer auf 80er steht, auf nerdige Themen, Ass, gerade so diese Bereiche Ass und so weiter, die ganzen 80er Action, der wird hier wirklich gut bedient werden, weil es einfach eine gute Story ist, gute Charaktere und ja, also das ist wirklich, wo ich sagen muss, ein richtiger Netflix-Hit, der es geschafft hat, wirklich Mystery-mäßig die Zuschauer einfach rüberzubringen und auch teilweise man sagt, wow, geil. Und ja, darum gibt es hier einfach das Recap und beginnen wir natürlich mit der Folge 1. Die neue namens Max verdreht Dustin und Lucas den Kopf, während ihr Bruder Billy Steve den Kopf verdrehen will. Wortwörtlich. Will hat Vision eines riesigen Tentakelmonsters. Da kann auch ein Arzt nicht helfen, aber das Wichtigste, Eleven ist am Leben und wohnt bei Hopper. Who you gonna call? Ghostbusters! Es ist Halloween! Bei Nancy und Steve kriselt es, aber wir sind Susu, Team Jonathan, oder? Also ich war es auf jeden Fall, Leute. Will sieht wieder dieses Tentakel, aka Schattenmonster, und nein, es ist kein Kostüm. Dustin findet Dart und hat jetzt ein neues Haustier. Hopper tanzt. Nancy und Jonathan wollen Barbs Verschwinden aufdecken. Eleven verlässt die Hütte, findet Mike und denkt, dass er mit Max flirtet. Oh, oh, oh. Will stellt sich dem Schattenmonster. Das geht ein kleines bisschen nach hinten los, weil es von ihm Besitz ergreift. Nancy und Jonathan finden heraus, dass die Regierung das Upside Down geheim hält. Aber sie haben einen Plan. Dustins Katze Muse rests in peace. Muss schmerzhaft feststellen, dass Dart ein Mini-Demogorgon ist. Und dann betritt Hopper auch noch die Tunnel zum Upside Down. Viel Glück, Hopper. Hopper wird von Joyce Freund, Super Bob und Co. aus den Tunneln gerettet. Die Regierung fackelt die Tunnel ab. Will bekommt einen Anfall. Dustin und Steve bonden bei der Suche nach Dart und im Austausch von Haarpflegetipps. Eleven findet ihre Mutter und erfährt von ihrer Kindheit. Das Monstervirus in Will manipuliert ihn, stellt eine Falle und plötzlich strömen 1,2 Millionen Leute Monster ins Labor. Oh mein Gott! Nancy und Jonathan küssen sich. Aha, Liebe. Wurde aber auch mal Zeit. Dustin, Lucas, Max und Steve wollen Dart einfangen, der etwas groß geworden ist. Eure Lieblingsfolge. Eleven macht Superkräfte Trainingsurlaub in Chicago bei Carly, um mit ihrer Rache an den Labormitarbeitern zu nehmen. Aber Eleven kann niemanden töten. Richtig so. Sie kehrt zurück nach Hawkins, nachdem sie eine Vision hat, dass Hopper und Mike in Gefahr sind. Bob stirbt bei der heldenhaften Mission, Mike, Will, Joyce und Hopper vor dem Monster zu retten. Rest in peace. Will soll in einer Art Exorzismus vom Monster befreit werden. Geht nur leider schief und dann muss Badass Eleven mal wieder ran. Und alle vor dem Monster retten. Ja, nie ist klar. Die Gang geht zu den Tunneln. Monster Dart wartet schon. Dart-Flüsterer Dustin beruhigt ihn, sodass sie fliehen können. Eleven rettet Hawkins und schließt das Portal zum Upside Down. Joyce befreit Will mit Überhitzung vom Monster. Klar, der Rest der Folge ist einfach nur Liebe. So, das war das Recap gewesen zu Stranger Things. Dass ihr bereit seid, oder ich auch natürlich, für die Staffel 3, die jetzt ja erscheint, am 4. Juli 2019, natürlich exklusiv nur auf Netflix. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Und auch ein Abo, weil ihr, wenn ihr so einen geilen Scheiß wie hier erleben wollt, in diesem Bereich, auf jeden Fall, guckt meine letzten Videos noch gerne an, guckt bei Fantomas vorbei, der macht auch ganz guten Scheiß, ne? In Richtung, natürlich, ja, Wish, What's a Fake? Also er recherchiert immer so ein bisschen, was welche Fake-Produkte sind. Guckt natürlich gerne bei, wie gesagt, Thomas vorbei. So Leute, bis dann und ciao und bam!